Endspurt in Bayern. Es sind die letzten Tage vor der Wahl. Wir alle wünschen uns, dass es dann einen Aufbruch gibt. Noch ist angeblich jeder sechste Wähler unentschlossen. Und deshalb müssen wir jetzt die nächsten Tage kämpfen, dass wir stärkste Partei werden. In ganz Bayern sind die Spitzenkandidaten der Parteien unterwegs, um ihre Wähler zu mobilisieren. Jetzt zählt jede Stimme. Sechs Kandidaten, sechs Orte. In dieser Woche entscheidet sich, wer die Wahl gewinnt. Augsburger Gaswerk am Freitagnachmittag. Armin Laschet hat sich kurz entschlossen nach Bayern aufgemacht. Rund 300 Zuschauer wollen den Kanzlerkandidaten der Union sehen und hören. Aber weit wird Laschet erst einmal nicht kommen. Meine Damen und Herren, ich komme geradeaus. Einige Teilnehmer demonstrieren gegen die Politik des CDU-Vorsitzenden. Erst als sie abgeführt werden, kommt Laschet zu seiner Rede und warnt. Wenn Rot-Rot-Grün am 26. September, am nächsten Sonntag, gewinnt, wird das ein Rückschlag sein für Deutschland, bei Wirtschaft, bei Wohlstand, bei innere Sicherheit. Also ich bin mir ein bisschen vorgekommen wie auf einer Familienveranstaltung. Aber sonst die Rede war, ja, die Statements sind bekannt. Ich finde dann doch eher, dass wir den Regierungswechsel brauchen. Also ich bin jetzt kein CSU-Wähler geworden. Vielleicht nächstes Mal. Im Weidener Park wird es voll am Samstagabend. Alle sind neugierig auf Olaf Scholz. Und der zeigt sich betont locker und zuversichtlich. Ermutigung statt Kampf. Jetzt ist vor der Wahl. Das ist die Stunde der Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb bitte ich Sie um eins. Wer will, dass der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland Olaf Scholz heißt, der kommt an einem Trick nicht vorbei. Beide stimmen für die SPD. Schönen Dank. Die Rede erledigt. Jetzt geht's um die Themen der Zuschauer. Cannabis-Legalisierung. Mal im Ernst. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Ja. Ich kann nicht ganz gut mitreden, ich habe noch nie gekifft. Aber ich begegne vielen jungen Leuten, die sagen mir, bei ihnen sei das anders. Locker und nahbar. Ein Kanzlerkandidat zum Anfassen. So präsentiert sich Olaf Scholz. Und das kommt hier zumindest gut an. Stress dagegen für die AfD in Weilheim. Viele Demonstranten skandieren lautstark gegen die Veranstaltung mit Spitzenkandidat Tino Chrupalla. Unbeirrt schwört er seine Unterstützer ein. Die Alternative für Deutschland ist die letzte Chance für unser Land, den Karren wirklich noch aus dem Dreck zu ziehen. Doch nur etwa ein Dutzend AfD-Anhänger sind überhaupt anwesend. Nach 90 Minuten ist der Auftritt zu Ende. Und die protestierenden Weilheimer setzen noch einmal ein Zeichen und fegen ihren Kirchplatz. Straubing in Niederbayern. Ankunft der Spitzenkandidatin der bayerischen Grünen, Claudia Roth. Seit fast 40 Jahren macht sie Wahlkampf für die Grünen. Dass es so offen ist und so, ja, niemand kann wirklich sagen, wie es ausgehen wird. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ja. Einen einzigen Abgeordneten aus ganz Niederbayern schicken die Grünen zurzeit in den Bundestag. Das soll sich jetzt ändern. Die Stimmung ist gut. Wir hoffen natürlich auch alle, dass die Stimmung so bleibt und dass es am Sonntag ganz, ganz grün wird. Die Grünen wollen regieren. Claudia Roth kämpft um jede Stimme. Und deswegen ist es doch so deutlich, dass die Klimakrise jetzt ist. Dass Klimapolitik jetzt ist und dass es nicht auf einem anderen Planeten ist oder in 100 Jahren ist, sondern dass es jetzt passieren muss. Nürnberger Kornmarkt am Samstagnachmittag. Veranstaltung der Linken. Spitzenkandidatin Janine Wissler hofft auf breite Unterstützung. Dennoch ist unklar, ob die Linke es wieder in den Bundestag schafft. In den Umfragen liegt sie bei 6%. Macht die Linke stark am 26.09., weil es einen Unterschied macht, ob die Stimme für soziale Gerechtigkeit, für Klimaschutz laut ist im Bundestag oder nicht. Ganz andere Töne in München.
Marienplatz-Auftritt von Christian Lindner von der FDP. Er wird gestern empfangen wie ein Popstar. Die Liberalen könnten Königsmacher werden bei dieser Wahl, wenn sie nur genügend Stimmen bekommen. Also Umfragen sagen ja so 11%, glaube ich. Ich hoffe besser. Also egal ob Jamaika, Deutschland-Koalition, also viele der möglichen Regierungsoptionen sind nur mit der FDP möglich, also es bleibt auf jeden Fall spannend. 200 Gäste hat die Stadt erwartet. Am Ende sind es mehr als 2000. Vor allem junge Leute. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Und Christian Lindner holt sie ab und spricht über Klimaschutz. Doch anders als die Grünen. Wir sollten mit Technologie das Klima schützen. Wir sollten es schaffen, freie Lebensweise, wirtschaftliche Perspektive und Klimaschutz zu verbinden. Am Ende noch eine Selfie-Party in der Menge. Endspurt in Bayern.